Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill 2 Born from a Wish. Ja, bitteschön, steige ich wieder hinunter. Im letzten Part haben wir uns mit einem kleinen Rätsel herumgequält, das Rätsel der drei Steintafeln sozusagen. Vielleicht werde ich den Part auch so nennen, ich weiß es noch nicht. Und ja, wir haben jetzt einen Schlüssel dafür bekommen, den Akazienschlüssel. Genau, den wollte ich mir sowieso mal angucken, für welche Tür der überhaupt ist. Ob da was steht. Zeigt eine eingravierte Akazienblüte in einer Sternenplatte eingebettet gefunden. Jo. War die hier nicht abgeschlossen? Ja. Bist du hierfür? Nö. Ist ja doof. Wenn ich an die Tür gehe, dann klopfst du wahrscheinlich wieder nur, oder? Ja. Ernest? Ja, ist ja gut, Maria. Are you there? Nein, ist er nicht. No. I guess not. Die ist aber kaputt. Ah, sehr schön. Okay. Hab mich erschrocken vor dem Geräusch. Ich habe das nicht sofort als Tür realisiert hier. Ah, hier kann ich rein, okay. Oh, ein Kinderzimmer, wie süß. Streichhölzer. In einem Kinderzimmer. Was sind das denn bitte schön für Eltern, die Streichhölzer im Kinderzimmer rumliegen lassen, offen? Also ich meine, naja. Ein kleines Kinderbett. Jo, süß. Die Tür ist kaputt. Das Regal ist voller Märchen, Bücher und anderen Kinderbüchern. Ich bin sicher, dass ich es nie gelesen habe, aber es kommt mir bekannt vor. Ja, das ist auch so ein Punkt, ne, bei solchen Sachen, wo man dann denken könnte, Maria hat irgendwie was von Mary, also so von wegen, dass sie halt auch Erinnerungen und so von Mary hat, wie es ja auch in dieser einen Cutscene war im Hauptspiel da, wo James kurz hinter Gittern gezeigt wurde, wo sie ja, also wo Maria ja eigentlich in der Zelle war da. Und dann halt Sachen gesagt hat, die ja nur Mary wissen konnte. Ich meine, klar, das ist von der Stadt aus so geleitet worden, weil Maria ja ein Teil der Stadt ist und die Stadt weiß halt über James Bescheid, warum auch immer. Aber, naja. Wenn man jetzt das hier so vergleichen würde, also so zusammenfügen würde, die beiden Sachen, dann könnte man schon wieder, wie gesagt, ne, ins Zweifeln kommen. Zu dem Schaukelpferd sagt sie nix. Was ist hier? Dieser Kalender ist 10 Jahre alt. 10 Jahre. November. November, mein Geburtstagsmonat. Yay! Das oberste Regal ist voller Stofftiere. Nicht weiter interessant. Oh, ist das ein Teddybär? Nicht besonders gut gemacht, aber irgendwie süß. Ich wette, er würde Laura gefallen. Sie ist ganz verrückt nach Teddys. Laura? Über wen rede ich denn? Ja, gerade so eine Sache, ne? Da kann man schon denken, so von wegen so, hä? Wie jetzt, ne? Kennt sie jetzt Leute? Ich meine, ist sie irgendwie vielleicht doch Mary oder kein Plan? Also, es ist ein bisschen fies irgendwie gemacht in dieser Hinsicht, aber auch gleichzeitig natürlich cool. Also, es ist eine coole Idee und alles. Und übrigens, das mit dem Teddybären, das konnten wir irgendwie nicht ansprechen. Also bei dem Let's Play Together hier von Born from a Wish, wo ich bei Alex, wie gesagt, war, ne? Da, also bei Alex zu Gast besser gesagt, nicht bei ihm da zu Hause. Das war nicht mit dem Besuch verbunden. Aber da haben wir hier halt das auch alles angequatscht und irgendwie kam es mit dem Teddy hier nicht. Ausgerechnet, obwohl das ja so eine interessante Stelle ist. Das hat er irgendwie nicht anklicken können. Warum auch immer. Auf dem Stuhl sitzt eine Puppe. Bei genauerem Hinsehen
sieht sie ziemlich schmuddelig aus. Wer immer hier gelebt hat, muss dieses Ding sehr geliebt haben. Ja, deswegen über... die sieht aber hässlich aus. Als ob sie auch kein Gesicht hätte. Bäh, bisschen gruselig. Aber klar, Kinder, die ja ihr Spielzeug sehr gern haben, nehmen es ja wirklich überall hin mit raus. Also das ganz besondere, super-duper Lieblingsspielzeug. Hatte ich auch mal. Und dann ist es mir verloren gegangen, weil ich es versehentlich fallen gelassen habe und es wurde nicht wiedergefunden. Mein Bienchen. Achso, hier ist gar keine Tür. Okay. Ich hätte so ein kleines süßes Bienchen irgendwie nämlich mal. Das war so eigentlich aus Plastik, aber halt so mit samtenem Stoff irgendwie überzogen. Was man so an der Gardine oder sonst wo festmachen konnte. Es hatte so Fangärmchen halt, sag ich mal, ne? Wenn man da so auf den Rücken gedrückt hat, so was zusammengedrückt hat, dann haben sich die Hände vorne geöffnet und das konnte sich dann irgendwo festhalten. Das habe ich mal bei einer Fahrradtour mitgehabt, wo ich hinten auf dem Fahrrad im Kindersitz mit drauf war und hatte es in der Hand und ja, habe dann irgendwie versehentlich wohl mal losgelassen und habe das gar nicht richtig realisiert irgendwie und habe ich erst viel zu spät geschrien, so mein Bienchen. Meine Eltern sind auch mal die ganze Strecke abgefahren, aber tja, das Bienchen war nicht mehr da. Hatte wahrscheinlich ein anderes Kind dann gefunden und mitgenommen oder so. Okay, wo bin ich jetzt hier? Oh, no, she found the window! Don't move her! What happened? What the hell? Ich habe mich gerade zu Tode erschrocken. Ziemlich dunkel hier. Ja. Was ist hier? Was? Hier ist eine Kerze. Das hast du schön erkannt, Mädchen. Machen wir doch mal ein bisschen Licht mit den Streichhölzern, die wir gefunden haben, ne? Rosa. Es sind nur ein paar übrig. Im Kinderzimmer gefunden. Ja. Ja, jetzt hat sie die Kerze auch da vom Tisch da vorne weggenommen und hier hingestellt in die Mitte des Zimmers. Ist ja auch besser so. So ist der Schein der Kerze auch wirklich gut verteilt. War nur ein bisschen komisch. Eben stand ich noch da, jetzt stehe ich auf einmal hier mitten in der Mitte mit der Kerze. Ach ja. Jetzt noch James hier haben, ne? Romantisches Dinner zu zweit. Naja. Ist hier noch irgendwas am Schreibtisch denn? Ich glaube nicht, oder? Nö. Sieht auch ein bisschen verbrannt aus, wenn ihr mich fragt. Es ist ein Haufen Schrott mit Spinnweben. Sieht nicht so aus, als wäre das nützlich, was Nützliches dabei. Dann eben nicht. Auf dem Boden sind Bücherstapel. Nichts Interessantes dabei. Was? Oh, sie hat doch eben noch irgendwas gesagt. Ich hab's zu schnell weggedrückt. Oh, Manno. Auf dem Boden sind Bücherstapel. Nichts Interessantes dabei. Ja, genau. Ah, hier. Ich habe mich sowieso nie besonders für Literatur und Philosophie interessiert. Tja, bist halt dumm, ne? Nein, ist okay. Oh. Da liegt etwas unter dem Stuhl. Ist das eine Geburtstagskarte? Meinem liebsten Papa, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag von Amy Baldwin. Oh. Ich habe die Geburtstagskarte. Vor allem Baldwin. Ist das dann nicht die Tochter von Ernest? Give it. To my daddy. Das werde ich, Kleiner. Kleines Geistermädchen, das werde ich. Ich sehe nix. Ich wusste doch, dass hier jetzt ein Monster ist.
Wenn wir jetzt mal wieder uns zu Ernest begeben. Aber meine lieben Freunde, was er uns erzählen wird... Oh Gottes Willen! Du Wichser! Ja, du kriegst ein ganzes Magazin von mir, du Arschloch! Fick dich, Alter! Boah. Da trinken wir jetzt aber erstmal einen Schluck. So. Ey, steht der genau vor mir und knutscht mich erstmal hier, ey. Boah. Alter. Aber okay, was Ernest halt sagen wird zu der Geburtstagskarte, die ihm seine Tochter schenken wollte und nicht, wohl nicht mehr dazu kam, weil sie verunglückt und gestorben ist oder keine Ahnung. Das erfahrt ihr jedenfalls erst im nächsten Part, würde ich sagen. Also, bis dahin. Ja, euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, wann auch immer ihr das hier seht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.